Moin Lars, herzlich willkommen beim FC St. Pauli. Wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Du kommst vom SC Verl, hast letzte Saison fast jedes Spiel gemacht. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, hier zu uns zu wechseln? Also ich habe viele Freunde und auch einen ehemaligen St. Paulianer in meinem Freundeskreis, die wirklich fasziniert von dem Club und von der Fankultur sind. Und ich sehe es einfach als große Chance, dass ich Teil dieses Vereins sein kann und hier meinen nächsten Schritt gehen kann. Das war für mich wichtig, dass ich eben den nächsten Schritt gehen kann und den sehe ich hier. Vielleicht kannst du dir einmal kurz vorstellen, auf welcher Position spielst du und was sind deine Stärken? Ja, also erstmal mein Name ist Lars Ritzger, ich bin Linksverteidiger, war ich auch schon immer eigentlich. Und meine Stärken sehe ich auf jeden Fall im Defensivspiel. Ich habe mich immer als soliden Außenverteidiger gesehen, der die Seite zumachen will. Und wenn nach vorne eine Vorlage oder ein Torball rumspringt, sage ich dazu nicht nein. Aber grundsätzlich war mir immer wichtig, die Null zu halten. Du bist ja in Hannover geboren, das heißt, du kommst hier also einigermaßen aus der Nähe. Warst deswegen bestimmt auch schon mal in Hamburg. Wie gefällt dir die Stadt? Ich war tatsächlich schon mal in Hamburg, allerdings nie wirklich zum Sightseeing. Da bin ich nie der Typ für gewesen. Nur für die Fußballspiele gegen die Jugend von Hamburg oder St. Pauli. Norderstedt war mal dabei, aber deswegen allzu viel von der Stadt habe ich noch nicht gesehen. Du hast eben gesagt, viele Freunde haben schon über den Verein geschwärmt. Kennst du auch aus dem aktuellen Kader Spieler von uns?